Wir werden heute sehen, BMX Warride, BMX Glide und hoffentlich viel Frust bei den beiden. Ja, ich hätte gerne viel Lust bei Marvin. Ach so, lol. Der zweite Warride war jetzt einfacher. Ja, jetzt wurde es fast. Jetzt wurde es sagst, Ares ist wieder zur ersten zurück. Ja. Ares ist wieder zu grün geflogen. Also wir müssen jetzt zu gelb, ne? Hab ich fast gedacht, ey. Bist du wirklich zu grün? Ja. Na ey, fick dich, Alter! Ey, dieses Windrad, du musst, also es geht nicht anders. Es geht nicht. Ich versuche mal zu springen. Also ich versuche wirklich jetzt zu springen. Es geht nicht anders. Hä? Du musst, du musst Speed aufbauen. Ja, aber hau. Cooler, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder richtiger Schmutz-Content. Also alles wie immer bei den Losers. Heute aber extra schmutzig, denn wir zocken ein BMX-Warride. Richtig grandios. Ich glaube, die beiden lieben BMX. Gemeinsam mit Ares und Deko. Ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was geht ab? Hallo. Bon Rice Muchachos. Gekraut seid eure Nüsse. Liebkost seid eure Schmutzlöcher. Schmutzlöcher. Und Marvin Sarschloss seid richtig aufgerissen. Hallo, ja, der Ziegmann darf sie nicht versprechen. Marvin stürzt uns hier in eine BMX-Map. Er ist perfekt. Aber ey, Deko sieht so aus wie der PIMP. PIMP. Wir werden heute sehen, BMX Warride, BMX Glide und hoffentlich viel Frust bei den beiden. Ja, ich hätte gerne viel Lust bei Marvin. Aber BMX Warride, jetzt mal direkte Frage an euch. Geht das klar für euch, ja? Also bis jetzt geht's klar. Bis jetzt geht's auch super klar, ja. Da braucht ihr auch keinen Skill, deswegen sind die beiden auch hier sehr zufrieden. Nein, nein. Ja, da kommt so ein verfickter Pick-Scheiße! Nein! Ich hab doch nicht gesehen! Ey, da kommt einfach so ein Ding rausgeballert, Alter! Auf den letzten anderthalb Metern, Alter! Das hat uns alle abgeräumt, alle, ey! Kannst du nicht erzählen, ey! Kannst du nicht erzählen! Also lassen wir oben lang fahren, der kleine Strauchbund. Ja, funktioniert ihr nicht alle nicht so geil. Seid ihr alle da rausgeflogen, oder was? Ja, davor habe ich Ares schon ein bisschen gerammt. Die Kamera war scheiße, hat nichts gesehen. Nein! Ciao! Wir sehen uns in das Hölle. Warte, hier nochmal. Hä? Lol. Oh, Ares kommt nicht mehr hoch. Durch! Ich hab's verkackt. Durch. Nein! Ey! Okay, wir machen eine andere Map an. Okay. Hä? Nein, auf gar keinen Fall! wir haben übrigens mehrere Level, ne? Grün ist jetzt Level 1 übrigens, ja? LOL! Okay. Wenn ich Ares hier schon verkacken sehe, richtiger Schmutzheinrich. Einfach gegen den Pfeil gegengefahren, läuft bei mir auf jeden Fall. Hey, warum bist du eigentlich noch hier, Marvin? Ja, weil ich auch ein Schmutzheinrich bin. Warum bist du so schnell? Ja, das habe ich mir vorhin weil ich kein Schmutzheinrich bin. Digga, Hauptsache, er hat einfach Fahrrad studiert, Komm ich da durch? Komm ich da durch? Ja, okay. Komm ich da? Ich will durch! Ja, ich will auch durch! Oh nein, es kommt ein Glide. Boah! Aber gleiten können wir. Oh nein, selbst Ares hat schon gesagt, er konnte vorher den BMX-Glide meistern, bevor irgendwas anderes kam. Denn für alle, die es nicht wissen, ihr müsst einfach nur so das Fahrrad hier haben, ja? So. Ihr müsst nichts machen, ihr könnt in die Küche gehen, euch die Eier zerschlagen. Oder wie Chuck Norris sich zwei Pfannen in die Eier hauen. Und dann wiederkommen. Ja, ich glide, hab nicht mal eine Hand gerade an der Tastatur, also. Ja, wo hast du die denn sonst? Ich hab sie gerade in die Kamera gezeigt. Ich verkacke, Digga, und ich verkacke. Ich hab's geschafft, fast zwei, Junge! Digga, was ist heute los mit mir? Oh fuck. Oh fuck. Oh nein, der war zu Ende! Oh. Gibt es den sogenannten Loser-Effekt, so dass ich das irgendwie beibringen möchte und möchte, dass ihr Spaß habt und verkacke absichtlich? Du hast einfach den Loser-Effekt, weil du mal Bosser bist. Bist einfach Loose-Bosser. Illusorischen Effekt, ja, den habe ich. Loose-Bosser. Erfolgreich und nice. Fick ja? mich, was Let's ist das go. Für eine Scheiße gewesen hier jetzt? Also, wir sehen da hinten noch einen roten, ne? Also, das ist jetzt blau. Shit, ey, gelb kommt auch noch. Drei Stufen. Ich muss runter. Nein, ich bin jetzt zu weit. Naja, wenn gelb auch noch kommt, dann haben wir vier Stufen. Ja! Ich bin wieder verkackt. Okay, jetzt dann kommen wir hier BMX gemischt mit Windrad, Digga. Mein Rektum, es dreht sich, ey. So, jetzt will ich es aber auch mal langsam hinkriegen. Ja, ich auch. Also, ich weiß nicht, was bei euch das Problem ist, aber first try bei mir. Ich bin noch beim Glide. Same. First try bei mir. Ja, ich bin, Ich schaue mich aber auch hier gerade um, das ist mein Problem. Guck so, was gibt's sonst noch so? Gelb, rot, okay, blau. Dann war ich schon zu weit.
Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber First Try. Hä? Ich war noch nicht da, ich kann's dir nicht sagen. Aber es schien dann ja sehr einfach zu sein, wenn Dekos First Try schafft. Ich meine den Glide First Try. Achso, ja. Der ist ja auch easy. By the way, das Ding jetzt habe ich, nachdem ich am Windrad vorbei war, auch First Try gemacht. Okay, Baby, let's go. Und jetzt muss ich zu Gelb wahrscheinlich rüber, oder? Ja, oder Rot, ne? Es sieht nach Gelb aus, wo der Punkt ist. Aber es könnte schwierig sein, den zu erreichen. Ich komme sehr seitlich an. Hä? Vielleicht nochmal drehen. Hä? Oh. Easy peasy, Alter. Komm mal am Windrad vorbei. Gibt's da irgendwie so einen Winkel? Ja, unten lang. Easy. Wer habe ich? Der hat mich mitgenommen, der kleine Jürgen. Windrad ganz unten. Und ja. Also, du musst ein bisschen aufpassen, wann du da durchfährst. Ach so. Also so knapp nachdem das Windrad da auch schon durch ist. Okay, ja, Baby. Gib's mir, Baby, noch einmal. Digga, den zweiten Glide auch First Try. Da ist aber auch die Landeplattform erheblich größer, ne? Beim zweiten ist sie aber beschissener, weil du von der Seite kommst. Ey, aber Leute. Ach so, lol. Der zweite Warwick war jetzt einfacher. No. Ja? Jetzt, bist wo du falsch sagst. Jetzt, wo du sagst, Ares ist wieder zum zweiten, zur ersten zurück. Ja. Ares ist wieder zu grün geflogen. Also wir müssen jetzt zu gelb, ne? Auf jeden Fall ist gedacht, ey. Bist du wirklich zu grün? Ja, ich bin geradeaus. Digga, richtiger Profi, ey. Aber auch mit Kurve. Nein, rum! Falsche Rechte, das ist das falsche rum! Jo, Punkt First Try. Oh, Mann. Hi, Mr. Deko. Hello. Hello, Deko. Ich bin nach oben. Oh, da oben will ich. Okay, was macht Deko? Okay. Da lang. Lol. Oh. Ja, ich hab verkackt. Ja. Oh nein! Digga, das Loch ist schwierig, ey. Hallo, Baby! Ja, hallo? Guck mal, Digga, warum brauchst du denn so lange, Alter? Ja, weil ich 8 Tries beim ersten Glide hatte. Lol, wie schnell ihr einfach seid. Das ist krass. Hallo, Baby, Dino Jürgen! Marvin! Hey, wohin? Ja, was wohin? Nach oben wieder! Ach so. Ja, dann verzieh dich doch, du Lappen! Digga, verpiss du dich doch! Ey! Digga, hat irgendwie keine Ahnung, noch Stützräder am Fahrrad und labert mich hier voll, ey! Digga, kann ich mal richtig gleiten, Alter, und labert mich voll! Hoch, hoch, hoch! Hä? Wie geht denn das? Das geht nicht! Digga, der ist echt, beim First Try habe ich den geschafft, Alter! Not bad! Ey, ich kann. Aber seitdem nicht mehr! Ja? Nein, ey! Nice try, Marvin, aber sobald du das zweite Mal drehst, geht's danach immer direkt nach unten. Hä? Achso, hast du auch schon getestet? Okay, also absichtlich nicht, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich einfach zurückgefahren bin. Lol. Okay. Hä? Entmounted einfach? Ja, bei mir hat er auch entmounted. Was ist denn los mit dem Jürgen? Kann man da einfach durch diese scheiß Reifen fahren? So, nur ein bisschen schneller hier. Hey. Also das ist gar nicht so einfach hier mit den Löchern jetzt. Nein, mit den Reifen. Wo willst du hin, Marvin, Alter? Digga, hat das Eis richtig unverdient. Er stürzt schon ab. Richtig unverdient. Hä, Digga, wie soll das denn gehen hier, Alter? Hä, lul. Okay. Alter, das ist richtig schwierig. Ja, zum selber zocken, Leute, ne? Videobeschreibung abchecken. Let's go. Okay, also ich muss sagen, ich habe damit echt ein paar Problems hier. Wie kann man denn langsam fahren? Ach, vielleicht den Sprintmodus verlassen dann. Hey, du kannst einfach ein bisschen S drücken. Ja, aber dann bremst er zu krass. Ich mach mal den. Ich verlasse also mal den Sprintmodus. Also ich tippe die ganze Zeit S an, wenn ich hochfahre. Also wenn ich runterfahre schon. Okay, dann machst du auf jeden Fall irgendwas richtig. Okay, verkack. Also ja, bestimmt, denke ich schon. Fick mich, Alter! Boah! Okay, jetzt wird's. Ja, die ersten beiden waren quasi gar kein Schwierigkeitsgrad vorhanden. Ja, jetzt braucht man so eine kleine Technik zumindest. Ja, genau. Also ohne Sprintmodus, glaube ich, können wir das komplett knicken, oder? Ohne was? Ohne Sprintmodus. Ja, kannst vergessen. Und wenn du zu krass abbremst, dann ja, fällst du auch runter. Dann auch sehr. So. Ey. Ich krieg die erste Kurve einfach null hin. Egal. Los! Ja. Nein! Ey, muss dann durch die Kreise fahren. Das auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Musst du, ja. Ich bin beim ersten Mal oben drüber gefahren. Ich glaube, du musst aber eigentlich durch die Kreise fahren. Hätte ich jetzt gesagt. Der Pfeil ist ja nur das Objekt mit dem Pfeil. Ich versuch's jetzt durch den Kreis durch.
Hat geklappt. Was ist? Nee, gibt's unverdient, Digga. Ich krieg ja schon den ersten Reifen nicht hin. Nein, er hat es. Und Digga, er hat es eiskalt, Digga. Lol. Noch habe ich nicht. Hose rutscht, links, also rechts. Ich hab's ja erst, wenn ich jetzt am Punkt bin, aber ich. Aber wobei jetzt, ich glaube, ich hab's. Hä? Ich krieg nicht mal den ersten gerade hin. Was ist das? Ja, Baby, endlich! Meine Fresse, ey. Das war aber auch eine schwierige Geburt. Ja, GG. Okay. Aber, durch die Kreise ist richtig. Aber du musst da viel arbeiten mit Bremsen und so zwischendurch auch. Ja, ich merk schon. Warte, wenn du runterfährst, das beschleunigst du zu krass. Nein, Digga, ich dachte einfach, bitte, bitte Schnauze halten, immer dran vorbeifahren. Nein. Ich bin jetzt unter dem Nadelding durchgefahren. Ja, hab ich jetzt auch gemacht, aber den Try davor habe ich da drüber gemacht. Gibt beides. Aber ey, das Windrad. Hau! Kannst du da, musst du da rüberspringen? Ach, so bist du eigentlich schon wieder, du Lappen. Die Bremse. Ja, aber ich glaube, du kannst nicht springen. Oh. Versuch mal zu springen, um zu checken. Ob du dran bleibst. Ich habe den Punkt immer noch nicht, übrigens. Mal gucken. Okay. Aber ich glaube, gleich habe ich ihn. Bitte. Ich bin ein bisschen verzweifelt gerade. Ja! Ja! Nein, warum? Ich hab den Punkt. Oh, Alter. Fuck, Alter. Hada. So, Hada. Es ist nicht hier diese Hada. 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 Kein Plan, was Hada heißt. Digga, keine Ahnung. Aber es hieß bestimmt, glaube ich, nicht Hada. Egal. Digga, ist Deko. Achso, Deko ist wieder durch. Deko hast du, oder wie? Nee, noch nicht. Aber das Windrad. Vielleicht gleich. Ah. Hallo, lalala. Digga, bevor du am Ende runterfährst, auch noch ein Windrad. Alter, was? Digga, ist richtig mies, ey. Ey, wie gleite ich denn? Das Ding ist jetzt noch richtig brutal. Wie gleite ich denn? Willst du mich verarschen? Wir haben ganz am Anfang gesagt, du musst 90 Grad Winkel machen und das war's. Ja. Digga, du hast ganz am Anfang gesagt, du gleitest gerade ohne an der Tastatur zu sein. Ja, war ich auch, aber irgendwie die Landung ist bei mir das Problem. Das Gleiten Fick selber mich, Alter. Ist nicht das Problem. Das Landen ist aber wirklich scheiße bei BMX, weil du halt immer weiter gleitest. Du musst halt selber dich nach unten, also wieder gerade ausrichten, damit du wieder runterkommst. Ja. Und dabei kannst du dich auch manchmal verixen. Und das tue ich gerade. Eins, zwei. Nein, ey, wie soll das gehen, Deko? Wie soll das gehen? Das Ding ist so todesschnell, Alter. Ist das bei dir auch so schnell? Wamm. Ja. Bei mir ist wahrscheinlich wieder sogar noch schneller. Wahrscheinlich. Ich kann es gerade nicht sagen, müssen wir gleich mal. Aber ja, ich find's auch scheiß schnell, Alter. Ich weiß auch nicht so richtig, wie man da durchkommen soll. Gleich Ares mit, ist so voll langsam. Kann ich euch gleich sagen. Wobei, glaube ich nicht, weil ich glaube, die Geschwindigkeit der Windräder hängt an den FPS. Und ich glaube, wir haben mittlerweile alle ziemlich hohe FPS. Ja. Ey, das Nein! Du musst da so randommäßig durchkommen. Ares einfach rechts am Bildschirm einfach vorbeigeballert. Digga, richtig so eine Sternschnuppe einfach, ey. Weg ist er. Ich wünsche mir Frieden auf Erden und das Deko ist Schließmuskelreinigung. Schließmuskelreinigung ist auch gut, ey. Digga, du hast verkackt, Digga. Ey, ich komm zurück mit Hass, ey. Ich finde das immer noch relativ schwierig. Ja, dann normal. Also das Windrad, ne? Nee. Das Windrad ist ja nicht schwierig, sondern es ist random. Du musst halt irgendwie so ankommen, dass du durchkommst. Okay, aber ich mache einfach jetzt den Fullspeed Heinrich wieder. Bam. 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 Ey, nein! Also du kannst sogar den Kerl wieder was herausholen, komplett unten fahren. Nein! Doch, da erwischt dich das auch, ne? Ey, ich hab keine Ahnung. Nee, ich krieg keine Ahnung. Fuck, ich war fast durch, Alter. Ich war schon eine Fahrradlänge, dann wäre ich durch gewesen. Ich krieg einfach diese verdammte Landung nicht hin. Aber ich fahr, Marvin, ich fahr die ganze Zeit unten lang. Ja, aber warte mal, noch mal ganz kurz hier für das Protokoll, Deko. Ja. Ich war schon auf dem dünnen Scheiß drauf, ne? Achso, da war ich noch nicht. Ne, das sieht dich da auch weg. Aber nur am Anfang. Ey, laber mich nicht voll, das geht nicht. Und ey, du hast recht, ganz am Ende kommt noch ein Windrad. Ja. Ja und ja, Digga. Wie? Aber ich denke, mit dem letzten Windrad kann man klarkommen. Das kann man gut abtreiben. Da ist auch viel Platz und sowas. Da kannst du ein bisschen nach oben und unten fahren, Zeit rauszuzögern und so. Nee, aber es sollte schon klappen. Meinst du hier irgendwie nochmal stehen bleiben oder so? Das ist. Boah, ey. Nein, ich bin zu langsam geworden. Okay, ich hab's. Kann man, also den Punkt. Endlich ist der Klack oder. Boah, hat das gedauert.
So weit unten brauchst du gar nicht fahren, Marvin. Ah, nee, ich wollte irgendwie vielleicht... Ich versuche jetzt irgendwas anders zu machen, weil so wie ich es jetzt gerade mache, geht's nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich anders machen sollte. Ich bin am Arsch. Bin am Arsch. Ja, nein. Bin ich wieder durch? Also ich fahre mal hier lang. Ich versuche mal hier ein bisschen Speed aufzubauen. Nein! Nein! Oh. Ich würde versuchen, davor irgendwie mit runterfahren, noch ein bisschen Speed aufzubauen. Ich glaube, das könnte klappen. Ich kann mich rüberschlagen lassen vom Windrad. Geht das klar? Nein. Nee? Nein? Nein. Eindeutig Boxershorts. Alter Schwede, aber okay, der Punkt ist brutal, Mann. Der ist richtig brutal. Nein, warum denn, Alter? Mann, kann das sogar sein, dass wir auf dem Rückweg noch wieder zurück müssen? Weil warum sind hier zwei Container? Einer unten, einer oben. Digga, keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Ja. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, aber du musst wirklich mit Speedern arbeiten. Nach unten fahren und dann, glaube ich, nach oben. So wie Deko meinte. Alter, ey, diese scheiß zweite Nagelbretter, Alter, vor den scheiß Containern. Echt, das macht mir gar nichts. Das gibt mir so auf die Eier, Alter. Hä, wie fahr ich denn? Hin? Ja, das war mich auch. Das war jetzt eher mager. Okay, hier langfahren, einfach YOLO, Digga. YOLO, Charissian, so. Ey, es ist einfach not... Warte mal, Wie machst du das bei dem scheiß Nagelbrett, Marvin? Was machst du da? Ich jiete richtig krass nach unten. Warte, folgt mir. Hier auch so links, rechts, dann rettest du dich, egal wie es ausschaut. Buh, 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 buh. Viel lenken. Jetzt bremsen, ne? Bremsen, speeden. Wirklich mit Speed. Und hier dann einfach nach oben. So, bing. Aber ich fahre dann immer gegen Container, wenn ich so schnell fahre. Ja, dann machst du da irgendwas falsch. Ich komm nicht schnell genug hoch dann. Ich muss langsam fahren quasi. Boah! Ey, also, please. Nee. Ich bin zum allerersten Mal jetzt an einem dritten Nagelbrett vorbei, aber vorm Container. Am dritten? Ja, ja. Am dritten? Wo ist denn drittes? Ja, da sind... Ach so, das da oben zählt nicht, Digga. Ja doch. Also, oder das am Spawn, das zählt nicht, aber ja. Jetzt sind aber trotzdem drei. Ja, hast recht. Na ey, fick dich, Alter! Ey, dieses Windrad, du musst, also es geht nicht anders. Es geht nicht, ich versuche mal zu springen. Also ich versuche wirklich jetzt zu springen, es geht nicht anders. Hä? Okay. Du musst Speed aufbauen. Ja, aber how? Ja, wenn du runterfährst. Alter Schwede, ey. Okay, dann versuch jetzt auch hier so. Speed. Ey, viel so, schneller. Ich könnte es einfach rübergleiten eben, ne? Ja, hätte ich auch gerne. Aber also ich habe gerade auch versucht mit Speed aufbauen, es geht einfach nicht, ey. Es geht doch nicht. Oder du musst halt wirklich einfach unfucking fassbar lucky sein, um genau im richtigen Timing da anzukommen. Ares! Ey, was? Ey, Digga, er verkackt da schon und reißt mich noch mit runter, Alter. Bei mir in der Sicht habe ich dich nicht mal berührt, ne? Prost Mahlzeit, ja. Danke für ein wunderbar synchrones Spiel. Ja. Aber ja, du musst einfach Speed haben. Was? Doch einfach mal weg, Ja, wow, als wäre das nicht mit Absicht. Meine Güte. Schildern Sie Ihre Möwen-Eier, hallo? Speed. Kann man irgendwie Speed noch aufladen? Okay, Reifen kaputt, so nicht. Digga, ich bin gerade das erste Mal da reingefahren. Ey. Nee. Digga, ich find's immer noch echt... Schwierig nicht, aber es ist lange nicht jeder Try, den ich hier durchkomme. Also für mich, für meine Begriffe ist es schwierig. Aber es liegt auch daran, ich komme mit dem BMX einfach null zurecht. Der Try ist... Null. Oh, Digga, gib mir doch einfach ein bisschen mehr Speed, Brudi! LOL, ist Deko unterhalb des, Reifen kaputt Ding macht da irgendwie lang die Kurs? Ey, Digga, nein, das geht nicht. Es geht nicht. Ich kam nicht auf Nagel. Es geht nicht. Ich habe jetzt gerade Speed aufgebaut. Ich bin richtig krass kurz, bevor das Teil vor mir langgedüst ist, bin ich reingefahren. Und ich wurde mit der letzten Millimeterspitze auf dem dünnen Ding noch erwischt. Ah, dann musst du ja noch mehr Speed haben, oder? Aber ich weiß nicht, wie ich noch mehr Speed aufbauen soll. Ey, du Arschlappen! Du Arschlappen, das ist auch gut.
Arsch. Hier muss irgendwie richtig Speed. Ja, hier nach oben, genau. Das habe ich mir auch schon gedacht. Dann, genau so. Ja, genau so. Genau, perfekt. Perfekt. Ich will noch mehr Speed. Es geht. Nein, Speed. Das Ding ist, weil wenn du zu viel Speed vorher aufbaust, dann kommst du nicht mehr nach oben zu dem dünnen Ding. Meine Vermutung ist... Warte, ich jetzt gerade. Mich hat zwar auch das Windrad weggehauen, aber ich wäre auch nicht mehr draufgekommen, weil ich zu speedig nach unten gefahren bin. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man oben lang muss, direkt beim Windrad. Never. Oben? Ja. Ja. Ja, oben. Also sozusagen, dass man beim Container nicht unten das Loch nimmt, sondern das obere. Aber dann hast du ja, also zu viel Speed ist ja auch nicht gut, das hat Deko gerade meint, das hatte ich nämlich jetzt ja, auch nee, gerade. Ja, aber dann bist du näher an dem Rotor dran, an dem Motor selber. Weil es bewegt sich ja immer konstant in der gleichen Richtung. Ja, aber du musst ja trotzdem dann über dieses dünne Ding drüber, da bist du wieder weit weg vom Motor und bist da wieder weggehämmert. Ich verstehe schon, was du meinst. Ach, keine Ahnung. Digga, lass mich doch einmal da durch, was ist das, Mann? Alter, wir brauchen einen Lucky Try, Digga. Ein verlutschten Lucky Try, ey. Es muss ein Lucky Try sein, Alter. Ja, natürlich. Das ist hier nichts mit irgendwie Skill oder irgendwas. Das ist reines Luck, da durchzukommen, das richtige Timing zu haben, einfach gerade. Können wir die FPS runterstellen? Moment da zu sein. Und dann ist das Windrad langsamer, geht das? Nee, ist nicht langsamer dadurch. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich schon. Ich spiele mit konstanten 60 FPS. Ja, 60 FPS, Alter. Ja. Lebst du in der Steinzeit, ey? Hallo? Mein Monitor schafft einfach nicht großartig mehr. Klar, ich kann V-Sync ausmachen und bumm, habe ich mehr FPS, ne? Aber. Digga, er ist aber auch einfach nicht schnell. Er ist super langsam. Er soll mal richtig in die Pedale treten, der Lappen. Wo hat er Fahrradfahren gelernt, ey? Aber. Kann man Fahrradfahren? Irgendwie schneller fahren oder so? Ich hab keine Ahnung. Aber konstante FPS haben halt bei mir auch den Vorteil, dass dann Automatic Parts einfach geiler funktionieren in Aufnahmen. Ja, wir haben konstante 120 FPS. Ich hab gerade versucht, den Modus zu wechseln. Vom Sprintmodus zu wechseln, auch da, nicht, ey. Ich hasse ihn so, Alter. Ich hasse ihn einfach so. Ich bin so am Verkacken hier. Also. Ey, ich komme die ganze Zeit an dem Reifenaufstechteil vorbei und kurz bevor ich durch den Container durch muss, droppt er einfach nach unten, weil ich zu langsam geworden bin. Krass, okay, nee, da habe ich gar keine Probleme. Also ich drücke nochmal Num 8. Das fickt mich die ganze Zeit weg, diese scheiß Schlenkerkacke da, Alter. Ey, ich bin jetzt auch wirklich schnell durchgekommen, aber. Ey. Ja. Nein! Und das Ding ist zu schnell, Mann! Und ich will nach oben. Yay, Lande am Flug geglückt. Nächster Punkt ist das Ziel. Digga, aber ich muss sagen, das ist jetzt schon gerade halt beim letzten Lachs, ne? So, es wäre nur das Windrad gewesen. Das zweite, glaube ich, hätte man tatsächlich ganz gut ausdodgen können. Dann kommt doch und da muss man jetzt wo das Windrad ist, damit du das von der anderen Seite nochmal gemacht hast. Da muss man jetzt schummeln, was? Aber ich finde, das ist dann von der anderen Seite. Ich finde, das ist jetzt dem Windrad. Fall... Was von der anderen Seite? Keine Boxershorts. Ja, du hast den Punkt doch jetzt. Verstehe nichts. Was? Dass du das wenigstens auch noch mitmachst, dass du von dem Punkt bis zum Windrad cruist, damit du nichts auslässt. Okay, dann mache ich das. Also ist ja auch... Musst du mal gucken, ob das klappt. Weil du musst ja dann das gegen Windrad das erste ja, Windrad fahren. Das ist ja langsamer. Aber du musst ja langsamer. Trotzdem entgegenfahren. Du fährst normalerweise mit der Drehrichtung. Wenn dann du teste doch. Auf dem Weg bist. Ich bin ja jetzt schon auf dem halben Weg zum Punkt, zum Ziel. Digga, dieses Windrad, das schlägt mich nicht doll genug, Digga. Das toucht mich einfach nur an. Das schlägt mich nicht doll genug. Schlag härter! Behandle mich wie Schmutz. Aris, testest du das mal, ob das geht? Ich mach ich das gleich auch. Ich bin Aussteller auf dem Weg zum Ziel. Achso. Okay, dann lasst mir aber mal bitte noch Zeit, damit ich das zumindest testen kann. Ja, danke schön. Ich kann das hinmachen, weil ich glaube, das ist ein Zielgleit. Ja, es geht aber gerade nicht, weil der Lachs mich nicht doll genug schlägt. Aber ich finde, das ist nein, keine... Nein, ich hab verkackt. Lol. Ich finde, das ist keine Boxershorts. Aus dem Anfang Grunde für uns war es nicht möglich, wenn sich das Windrad so krass natürlich schnell nicht dreht. Für Boxershorts ist das nicht. Gut, sind wir uns einig. Das würde ich auch sagen. Lol, Deko, du hattest verkackt, sagst du? Lol. Ja.
Ich bin leider vorher ins Trudeln gekommen. Das heißt, ich könnte tatsächlich Erster werden. Auf einer BMX-Map. Gegen die Losers. Weißt du Bescheid? Am unverdienten. Es ist so hart unverdient, also da gebe ich dir sowas von recht. Digga, ich habe mich jetzt schon wieder antatschen lassen, aber da passiert einfach gar nichts, deswegen muss ich das jetzt so machen. Den würde ich jetzt sowas von mitnehmen. Wurdet ihr beide echt so hochgeschlagen, dass es bei euch kein Problem wurde, oder wie? Ich hab den anders genommen. Digga, da hat er auch noch geschummelt, Alter. Wie hast du den genommen? Ich hab Bomben! Weil dann würde ich tatsächlich sagen, dass es eine Boxershorts ist bei dir. Nein! Ich hab verkackt. Digga, er toucht einfach immer noch nicht, Er toucht immer noch nicht, okay. Also warte, können wir das nochmal klären, wie Ares das jetzt gemacht hat? Ich hab keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Vielleicht doch eine Boxershorts, ne? Nein, das ist keine Boxershorts. Ich glaube, der ist zurückgefahren, aber nur. Nein. Nein, ich bin nicht zurückgefahren. Aber ich musste gleiten. Also ich versuche mich die ganze Zeit, wie gesagt, vom Windrad darüber schlagen zu lassen, aber es geht nicht. Davor, als ich schon. Ich war ja schon drüben. Aber da haben wir noch nicht gescheatet. Lass mich jetzt vielleicht anders erwischen, weiter unten. Vielleicht ist das ja besser. Oh! Also, wenn du dich beim Fahren auf dem dünnen Ding erwischen lässt, das ist richtig scheiße. Ja, okay, hab's jetzt auch. Sehr schön. Und jetzt fahre ich zurück und schau, ob der Lex irgendwie geht. Okay. Freihändig gleiten, Muchachos, über den Wolken. Oh, muss die Freiheit so grenzenlos sein. Komm, einmal hoch. Verborgen und dann in dein Arschloch komm ran. Na. Von wem war das der Track nochmal? Ah ja, für Dieter Bohlen. Genau. Okay. Mindestens. Lena war das. Lena Meyer-Landrut. Mhm. Über den Wolken. Ja. Ich sehe schon, wir haben die Connoisseure hier am Start. Digga, was macht denn der Typ hier, Alter? Ich flieg schon wieder dran vorbei. Hä? Digga, ihr seid richtige G's, ey. Digga, nein, ich hab jeden, im Gears zu euch, hab ich jeden Glide hier First Try gemacht. Ja, nein, ich tauche auch dran vorbei. Aber sobald ich hier in Landeanflug komme und mich ausrichten will. Dann verX't er ohne Ende, oder? Ja, aber er geht die ganze Zeit so rechts, links, rechts, links, rechts, links, obwohl er die ganze Zeit still steht. Aber wenn ich mich hier. Ich versteh's nicht. Ich komme jetzt auch zu euch. Ich hab's jetzt. Ein paar Mal probiert, mich hat leider immer das Windrad zurückgeschlagen. Das ist ja schon so genau das Zieltreffen, ne? Ares, wo bist du? Ja, aber kann ich versuchen, davor reinzuballern? Dann ist auch sofort rein. Fahr rein, ich bin unterm Ziel lang, weil. Bin auch ziemlich weit oben, aber ich versuche hier gleich zu droppen. Ja, Baby. Und langsam nach unten. Jump it. Ich drehe jetzt einen Kreis. Und ja, sieht gut aus. Marv hat's. Bei mir sah es aus, als wärst du vorbeigefahren. Alter. Echt? Nee. Ja. Fucking G, wo ist das Ziel? Aber ich würde sagen, dann ist doch alles so, wie wir es haben wollten, oder? Am Ende kommt Ares nicht ins Ziel bei einer BMX-Map. Weiß ich nicht. Ding-Bong! Yeah. Wobei, vielleicht hat das nochmal was, wenn er reindroppt jetzt. Der VX! Zittrig? Der Fieser ist zittrig, das haben wir halt auch die ganze Zeit. Oh, er schafft es, Digga, er schafft es. Schade. Egal, close enough. Ich hätte sie gegönnt. Ich hätte sie ja wirklich sehr, sehr gegönnt. BMX und ich, wir werden einfach keine Freunde. Das ist so, bleibt so. Schade. Ich muss aber sagen, ich fand diese Obstacle Warride eigentlich ganz cool. Ja. Bis zu dem Stück, den man nicht schaffen konnte, war es ganz cool. Ist mal was anderes gewesen, ja. So, jetzt ruf den billigen Plätzen. Daumen nach oben, Baller nicht vergessen. Schaut bei Ares vorbei, schaut bei unseren Partnern vorbei. Hurra! Und habt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß und selber zocken. Dann reingehauen. Bye, bye. Bye, bye.